Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Christmas Watercolor Tutorial von mir für euch. Heute soll es darum gehen, dass wir Textilien bemalen. Ich habe mir dafür einen Baumwoll-Jutebeutel ausgesucht. Ihr könnt natürlich aber auch ein Kissen bemalen oder ein T-Shirt, Schuhe, whatever. Ich möchte euch einfach gerne zeigen, wie wir die Edding Textil Stifte oder auch Marker cool verwenden können. Wir können nämlich ganz coole Watercolor-Effekte mit denen erzielen. Die lassen sich nämlich auch sehr gut verblenden. Dafür brauchen wir zum einen die Edding Textilstifte. Da gibt es einmal die Marker. Die sind 2 bis 3 mm, was die Spitze betrifft. Und dann haben wir noch einmal die Brilliant Colors, die Textile Pens. Die haben 1 mm Spitze. Die sind beide bis zu 60 Grad waschbar und wasservermalbar. Ansonsten brauchen wir noch einen Bleistift, einen Pinsel, Rundpinsel, Größe 4 habe ich hier genommen. Wir brauchen eine Pappunterlage. Ich habe hier den Rückkarton von einem Aquarellpapierblock genommen. Und was ich auch noch gemacht habe, wir brauchen noch ein Glas Wasser und Küchenrolle bzw. zum Wasserpinsel abtropfen noch so ein altes Tuch. Außerdem finde ich es auch wichtig, noch so ein Stück Teststoff-Textil-Dings zu haben, damit wir einfach die Stifte einmal ausprobieren können. Daran zeige ich euch auch, was das Besondere an den Edding-Stiften ist, bevor wir direkt ins Motiv gehen. Einfach, weil wir hier nochmal so ein bisschen was ausprobieren können, was, wenn wir dann direkt aufs Motiv gehen, einfach so ein bisschen schwieriger ist. Die Textilstifte lassen sich ganz einfach wie normale Stifte auf Papier hier auf meine Textilien auftragen. Das ist wie ein Filzstift oder ein ganz normaler Marker, den wir hier einfach auftragen können. Und so kann ich dann meine Motive im Prinzip einfach aufskizzieren und ganz normal hier ausmalen. Was die Textilien betrifft, da muss man in der Regel noch 2-3 Mal rübergehen. Über meine Illustration, das ist einfach ganz normal, damit wirklich die Farbe auch sehr, sehr gut abgegeben wird. Das Besondere für den Watercolor-Effekt ist, was ich euch gerne zeigen möchte, ist, dass wir zum Beispiel die erste Farbe auftragen. Die ist jetzt hier einfach ein bisschen heller und trage dann meine zweite Farbe auf, die dann ein bisschen dunkler ist und kann jetzt hier mit der dunklen Farbe in den helleren Ton reingehen. Ich mache es nochmal andersrum und vermische dann hier im Prinzip den helleren in den dunkleren Ton und kann dann im Prinzip so meine Farbe ganz einfach verblenden. Ich gehe hier nochmal ein bisschen nach, nochmal ein bisschen dunkler, ne, und habe dann hier im Prinzip so einen Farbverlauf. Da muss man sich so ein bisschen ausprobieren. Ich mache es nochmal mit Gelb und Rot. Ich fange mal mit der dunkleren Farbe zuerst an. Und mache hier mal so einen Kreis. Das heißt, ich male hier wirklich meine Farbe aus und kann dann die andere Seite mit Gelb ausmalen. Und hier kann man schon sehen, dadurch, dass es der Farbunterschied hier ein bisschen stärker ist, die Farbe ist noch nicht ganz trocken auf dem Textil und ich kann hier die Farbe ganz wunderbar ineinander verblenden, ne, dass hier so ein Farbverlauf entsteht. So. Und dafür muss ich, das funktioniert wahrscheinlich doch am besten, wenn man erst den dunkleren Farbton aufträgt und dann mit dem helleren Ton das so ein bisschen vermischt. Und man kann die Spitze, da ist jetzt so ein bisschen Farbe drauf, die kann man dann einfach auf so ein Stück Folie zum Beispiel einfach abreiben. Ich habe das hier. Ich kann jetzt hier die überschüssige rote Farbe einfach wieder von der Spitze abreiben und habe wieder kompletten Gelbton drauf. So, das dazu. Was ich euch aber auch noch zeigen möchte, weil ich die Farbe noch ein bisschen anders verwendet habe und da könnt ihr euch gerne ausprobieren. Ihr müsst es nicht haargenauso machen wie ich, aber ich habe auch ein paar andere Sachen noch ausprobiert und zwar, wenn ich jetzt hier meinen Grünton raufgebe und hier mein Blau, dann kann ich mit meinem nassen Pinsel, indem ich den einfach befeuchte, hier meine Farbe auf dem Stoff verteilen und auch ineinander verblenden. So wie ich es jetzt gerade mit den Stiften gemacht habe, kann ich das im Prinzip hier mit dem Pinsel machen. Ja. Und hier einfach meine Farbe so ein bisschen mixen, wenn ich das möchte, noch auf dem Stoff. So, hier muss man so ein bisschen aufpassen.
Das funktioniert total super auf dem Stoff. Wenn er allerdings noch zu nass ist und ich, sage ich mal, jetzt hier daneben noch irgendwie eine Blume malen möchte und ich male diese Blume jetzt hier aus, auch so ein bisschen mit Rot und dem Wasser und hier das noch nicht getrocknet ist, das ist halt wirklich ähnlich wie beim Aquarell, ne, dass die Farbe dann auch ein bisschen ineinander läuft oder ausbluten kann. Das passiert einfach, ich finde das persönlich nicht so schlimm, aber falls ihr das schlimm findet, dann nehmt lieber die andere Methode, die ich euch hier vorher gezeigt habe, dass man halt direkt die Farbe aufträgt und ohne dem Wasser. Ich finde es aber ganz cool mit dem Pinsel und dem Wasser, weil die Farbe, also die Tinte, die hier in dem Stift drin ist, ist ja wasservermalbar und erst wenn sie getrocknet ist und übergebügelt ist, wird sie quasi gefestigt, die Farbe, dass man sie dann bis zu 60 Grad waschen kann. Ne? Was man noch eine dritte Möglichkeit im Prinzip, wie man die Farbe noch verwenden kann, ist, dass ich die Farbe auf eine Folie, auf einen wasserabweisenden Untergrund aufgebe. Das kann auch ein Teller sein. Ne? Ich gebe es hier auf meine Klarsichtfolie drauf und nehme dann meinen feuchten Pinsel und hebe mir hier die Farbe ab und kann sie dann hier auf meinen Stoff ganz vorsichtig und detailliert aufmalen. Ja, das ist nochmal eine andere Methode, wie ich die Farbe verwenden kann, die Stifte. Ja, die meisten kennen die Methode wahrscheinlich von den wasservermalbaren Brushpens. Aber genau das Gleiche kann ich tatsächlich hier auch mit den Textilstiften machen. Das ist wichtig, das ist unsere Theorie, die wir jetzt quasi für unser Motiv brauchen. Ich habe hier übrigens das Motiv auch einmal als Vorlage einmal ausgedruckt. Das könnt ihr euch direkt runterladen in der Beschreibung. Falls irgendjemand sich noch so ein bisschen unsicher ist, auf ein Blatt Papier zu malen, ist ja das eine, aber auf Textilien vorzuzeichnen und auszumalen ist nochmal was anderes. Ich habe mir das Motiv jetzt hier schon einmal vorskizziert. Das ist genau das Motiv, das habe ich hier einmal drauf übertragen. Das muss man ja jetzt nicht sehen, wie ich das gemacht habe. Man kann es jetzt hier auch auf der Kamera sowieso nicht gut sehen. Das Gute an den Bleistiftstrichen ist im Prinzip, dass die sich dann hinterher einfach wegwaschen, wenn man das quasi aufgebügelt hat, die Farbe, und man dann das, also den Beutel oder das Kissen oder was man auch immer beschrieben hat oder bemalt hat, das lässt sich natürlich dann einfach waschen. Was ich jetzt gemacht habe, ist hier, dass ich eine Pappe dazwischen gegeben habe, zwischen die beiden Textillagen im Prinzip, also die beiden Stofflagen. Es wird nämlich so sein, dass wenn ich jetzt hier anfange, auf meinem Stoff drauf zu malen, dass es auch durchdringen wird, ne, dass es quasi auf der anderen Seite auch durchbluten wird, und damit nicht die Rückseite noch bemalt oder farbig wird, habe ich jetzt hier die Pappe einfach als Schutz dazwischen gelegt. Bitte auf jeden Fall daran denken, wenn ihr mit euren Textilien arbeitet. Ich arbeite mich durch mein Motiv von oben nach unten, einfach weil ich nicht gerne... Die Farbe ist ja noch feucht, die ist auch noch sehr lange feucht. Ich möchte sie nicht verwischen oder verwaschen, indem ich meine Hand dann drauf packe. Das heißt, als Rechtshänder sowieso von links nach rechts und dann von oben nach unten arbeiten. Deswegen beginne ich hier zuerst mit meiner Schrift und die zeichne ich hier einfach mit einem schwarzen Textilmarker, 2 bis 3 mm. Zeichne ich mir hier meine Bleistiftstriche einfach nach in so einem Schreibschrift, Lettering und hier einfach Holy Night. So. Und wende jetzt hier noch die Faux-Kalligraphie an. Das heißt, hier den Abstrich, da setze ich einfach ungefähr 1 cm daneben noch einen zweiten Strich. Den male ich dann aus. Und das Ganze mache ich dann auch für die anderen Buchstaben. So. Want to keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. Eine Sache, die ich jetzt noch ganz cool fand, die ihr aber gar nicht nachmachen müsst, ist, als ich beim Ausprobieren, nämlich hier einmal mit dem Pinsel und einem bisschen Wasser die Striche nochmal nachgegangen bin, dann hatte ich das Gefühl, dann verteilt sich die schwarze Farbe noch so ein bisschen gleichmäßiger. Beim Auftragen ist es ja so, hier kann man das ein bisschen sehen, dass die Farbe an sich
ein bisschen ungleichmäßig auf dem Stoff aufgenommen wird, was überhaupt nicht schlimm ist. Ich hatte aber das Gefühl, wenn ich hier meine Striche mit dem Pinsel nochmal nachziehe, dann kann ich die Farbe noch ein bisschen besser verteilen. Das mache ich jetzt einmal. Was die Schleife betrifft, möchte ich jetzt hier noch so ein bisschen mehr Dreidimensionalität reinbringen. Das heißt, da kommen mir natürlich die Verblende-Effekte mit den verschiedenen Farben, die ich hier erreichen kann, auf jeden Fall zugute. Ich muss natürlich aber auch entscheiden, wo setze ich halt die Farbverläufe an, wo mache ich das. Ich möchte meine Schleife so rot-pink machen. Die helleren Töne, die werden eher an den Außenteilen der Schleife sein. Und die dunklen Bereiche, die werde ich hier auf jeden Fall im Bereich des Knotens an den Außenlinien machen, ne? Dann hat das wirklich so einen 3D-Effekt im Prinzip. Der dunkle Teil ist dann da, wo die Schleife so reingeht, die Bänder im Prinzip am Knoten und geht dann hier im Prinzip, verläuft dann hier so runter. Und das mache ich jetzt hier einmal und zwar mit meinem Rotton und mit ein bisschen Pink. Den Rotton trage ich erstmal hier am äußeren Teil meines rechten Knotens auf und gehe hier in meine erste Schleife rein und ziehe mir hier so ein bisschen die Farbe rein und kann jetzt mit meinem nassen Pinsel noch so ein bisschen nachgeben. So. Und dann kann man hier sehen, ich blende die Farbe hier so aus, dass sie hier heller wird und hier am Innenteil, da wo ich gesagt habe, am Knotenansatz, da ist sie dann so ein bisschen dunkler und hier sieht sie auch schon ganz schön pink aus, die Farbe. Muss ich gar nicht mehr so viel Pink reingeben. So. Und den Pinkton gebe ich aber hier noch so ein bisschen an die Außenkante meiner Schleife. Und lasse hier den Bereich ein bisschen heller. Dann gibt das so einen 3D-Effekt. You know, I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew is that I held you in my arms and you asked what we should do. What should we do? What should we do? I said you can do what you want to with me, yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. Black skinny jeans and every room you walk into, you're always setting the scene. I wanna hold ya, hold ya. We went out of the club and we started walking the streets, and then we stopped for a while and you said you wanna kiss me. I remember thinking, is this really happening, happening, happening? I never thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it, it was magical. Just kissing under streetlights on our way back home. Our way back home, our way back home. I said you can do what you want to with me, yeah, I won't mind. As long as you stay with me, I'm alright. I wanna hold ya. Hier an der Schleife, der dunkle Bereich und der helle Bereich, das ist jetzt eine schwierige Stelle, weil meine Farbe hier so ein bisschen feucht ist und wenn ich sie zu nass mache an der Stelle, dann verläuft hier der Übergang zu stark. Deswegen muss ich hier so ein bisschen aufpassen. Ich gehe jetzt mal voll Risiko und probiere es jetzt hier einfach mal aus. Ich hatte es in dem anderen Beispiel, das zeige ich ganz zum Schluss auch nochmal, da hatte ich so ein bisschen das Problem, dass es ein bisschen zu sehr verlaufen ist. Ja, hier sieht man das auch, ne, dass das jetzt hier so reinläuft. Da muss man sich so ein bisschen ausprobieren. Aber ich möchte hier den hinteren Teil des Schleifenbandes noch ein bisschen dunkler machen, damit einfach hier der,
der 3D-Effekt, ne, noch so ein bisschen mehr rauskommt. Hier habe ich so ein Teil weiß gelassen, auch hier im Knoten noch ein bisschen weiß gelassen. Das ist so dieser Licht- und Schatten-Effekt, um wirklich so diese Plastizität einfach reinzubekommen. Jetzt mache ich hier weiter. Ne, und ich muss jetzt hier auch tatsächlich so ein bisschen aufpassen. Entweder lasse ich es einmal komplett austrocknen, dann kann ich nämlich schön weitermalen, ohne dass ich so vorsichtig sein muss. Ich mache jetzt aber einfach mal weiter und kann jetzt hier mit dem Grün zum Beispiel so einen Tannenzweig malen. Und da ziehe ich mir hier einfach so eine farbige Linie und dann hier einfach Striche, die den Tannenzweig dann imitieren entlang meines Mittelstrichs. So. Was ich ja hier auch schon ausprobiert habe, das müsst ihr auch nicht nachmachen. Ich habe ein bisschen, also wirklich einen ganz leicht feuchten Pinsel genommen und bin hier nochmal so ein bisschen reingegangen und habe noch ein bisschen was vermischt. Nur so ganz wenig, damit man die einzelnen Striche auf jeden Fall noch sehen kann. Aber der Zwischenraum so ein bisschen fülliger aussieht. So ungefähr. So, und hier kann man das jetzt sehen, ne? Hier ist es jetzt an den Rand mit reingelaufen. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm und das wird auch nicht großartig viel mehr eskalieren, als es jetzt das hier schon tut. Ich will euch bloß vorwarnen, dass das halt passieren kann, wenn man hier wirklich direkt an den nassen Stellen arbeitet. Gerade wenn man mit dem Pinsel arbeitet. Aber wie gesagt, ich finde es, mich stört es jetzt halt nicht so, aber es gibt, ich kenne halt einige, die das extrem stört und das halt einfach nicht schön finden. Und ich mache jetzt hier einfach weiter. Ich habe hier noch ein paar Tannenzweige und ein paar Blätter um meine Schleife herum gemacht. Und hier arbeite ich jetzt auch wieder mit meinen Grüntönen. Ich habe jetzt hier einmal dieses helle Grün. Das ist, ich weiß gar nicht, steht hier die Farbe drauf? Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Und hier wende ich jetzt einmal die zweite Methode an. Die erste Methode, die ich euch auf dem Teststoff gezeigt habe. Ne? Ich habe hier zwei Farben raufgegeben auf mein Blatt und verteile dann hier im Prinzip mit meinem Grünton die Farben und ziehe mir das Dunkle hier noch ein bisschen ins Helle rein. Ist jetzt ein bisschen arg dunkel geworden, finde ich. Ich gehe nochmal mit dem Pinsel rüber, um das noch ein bisschen mehr zu vermischen. So, ist jetzt hier ein ziemlich dunkles Blatt geworden. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich die andere Methode noch einmal anwende, die ich euch auch gezeigt habe, mit dem hellen Grün. Boah, ich zeige es mal hier. Also ich gebe das helle Grün hier drauf und dann habe ich hier dieses, das ist so ein Blau, das gebe ich mal direkt daneben. Und mit meinem Pinsel hebe ich jetzt einfach so ein bisschen Farbe ab und kann jetzt hier daneben auch einmal noch ein zweites Blatt malen. Das wird jetzt hier einfarbig werden. Oh, jetzt ist es hier auch wieder ein bisschen reingelaufen. Das wird jetzt hier fast einfarbig werden. Ich möchte euch aber auch noch zeigen, dass ihr im Prinzip auch zwei Farbtöne miteinander vermischen können. Ich glaube nicht, dass man das unbedingt wirklich braucht, dass man Farbtöne hier auf der Palette mischen muss, weil ich finde, dass die Textilstifte schon in ganz, ganz coolen Farben kommen. Ich mache jetzt einfach weiter und verteile hier meine Blätter um meine Schleife drumherum.
meine Weihnachtstasche fertig gestaltet mit einer Weihnachtsillustration, einer roten Schleife und drumherum ein paar Blätter, auch so Tannenzweige. Das gibt ihm noch so ein bisschen weihnachtlicheren Look und noch ein cooles Lettering oben drüber. Wir haben hier sogar noch ein paar typische Aquarelleffekte, dass die Farbe ineinander verläuft. Wie gesagt, ich wiederhole mich, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Es gibt Leute, die sich daran stören, da muss man dann einfach so ein bisschen mehr aufpassen. Ich habe es ja gesagt, aber hey, das soll ja auch eine Watercolor Christmas DIY Tasche im Prinzip sein. Von daher sind natürlich auch wie im traditionellen Watercolor die Farbverläufe auch so ein bisschen gewollt. Hier unten sieht es natürlich total cool aus, dass es auch nur aus Versehen passiert. Aber hier in das hellgrüne Blatt ist noch die dunkle Farbe mit reingelaufen. Ich habe hier noch, möchte ich euch auch gerne zeigen, noch eine zweite Tasche als Motiv gemacht. So ein bisschen als Inspiration. So sieht die aus. Hier kann man noch den Kreis sehen, die Bleistiftstriche. Und ansonsten habe ich mich entlang des Kreises gehangelt und hier meine Illustration im Prinzip gemacht. Auch ein bisschen weihnachtlicher. Huch, ich packe mal hier, damit es wirklich drauf ist. Als Kreis habe ich einen Teller genommen, habe den einmal draufgelegt und habe hier drumherum gemalt. Hier, ich habe hier so ein bisschen grau genommen. Da habe ich auch diesen Folientrick auch angewendet. Ich habe erst die Farbe auf die Folie aufgetragen und dann hier versucht, so ein bisschen Schatten reinzubekommen. Ich bin nicht ganz 100% happy damit. Ich glaube, wenn ich es noch ein zweites oder ein drittes Mal gemacht hätte, wäre es mir vielleicht noch ein bisschen besser gelungen. Aber so, das einfach nur als Inspiration, wie man das noch machen kann. Hier ist es auch ein bisschen verlaufen, aber ich finde jedenfalls, dass man hier im Gesamtergebnis auf jeden Fall das noch cool erkennen kann. Und es ist auch immer noch ein DIY. Von daher eine schöne selbstgemachte Geschenkidee auf jeden Fall, beziehungsweise auch eine schöne Geschenkverpackung, ne? Also man kann das ja auch verwenden, um seine Geschenke hier reinzutun und damit einen lieben Menschen zu beschenken. Um die Farbe zu fixieren, ist es wichtig, mit dem Bügeleisen rüber zu gehen und zwar ohne Dampf, genau. Also das steht hier hinten auch drauf. Und zum Fixieren ohne Dampf bügeln. Genau. Und dann ist es tatsächlich wasserfest und waschbar. Waschfest, genau. Nicht wasserfest. Waschfest bis 60 Grad. Ich verabschiede mich dann erstmal wieder. Wie gesagt, die Vorlage könnt ihr einfach in der Beschreibung herunterladen zu der Illustration. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss!